Es ist wohl weniger der Schuldendeal, der jetzt in trockenen Tüchern ist, nachdem heute Nacht auch der US-Senat zugestimmt hat zu diesem Kompromiss zwischen Biden und McCarthy, sondern es ist die Hoffnung, dass die Fed im Juni die Zinsen nicht anhebt, sondern eine Pause macht. Ein Fed-Speaker hat gesagt, wir should skip, also wir sollten auslassen. Auslassen bedeutet aber nicht, dass dann Ende im Gelände, sondern bedeutet faktisch eben nur eine Pause, bevor es dann weitergeht. Aber das hat offenkundig nicht der Wall Street schon gereicht, indem man sich gesagt hat, naja, ist doch schick, aber wir haben jetzt eben heute die US-Arbeitsmarktdaten noch vor der Brust, vor allem da die Löhne sehr wichtig, und wir haben dann noch kurz vor der nächsten Fed-Sitzung am 13. Juni die neuen Inflationsdaten. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, hier auch diese Headline, Bonds and Bullion, das ist Gold. Bid as Fed Pause Narrative Builds, also dieses Narrativ der Fed Pause, das hat sich hier festgesetzt. Aktien steigen wegen einem massiven Short Squeeze, werden wir auch gleich sehen. Wir sehen mal wieder den Nasdaq natürlich als Leading Index, als führender Index. Wir sehen jetzt, dass die 10 größten S&P 500 Aktien im Mai 8,9% gestiegen sind. Die anderen 490 wären 4,3% gefallen. Gestern im Nasdaq übrigens, der ja 1,3% gestiegen ist, der Nasdaq 100, gab es 41 mehr neue Tiefs als Hochs. Also das ist schon eine seltsame Geschichte, und vor allem der VIX gestern mit einem Stand deutlich unter der 16er Marke, 15,65. Fast 13% im Minus. Gestern hat die Marktbreite mal wieder insgesamt gestimmt. Wir sehen hier, dass sehr viel Grün am Start ist, eben Hoffnung auf diese fette Zinspause. Also es waren gestern nicht nur die Dickfische aus dem Tech-Bereich, sondern schon deutlich mehr Aktien, die hier profitiert haben. Aber vor allem auffällig diese VIX-Verprügelei. Normalerweise ist VIX-Crash-Tag ja am Freitag. Jetzt ist der VIX auf dem niedrigsten Stand seit sage und schreibe 18 Monaten. Hier sehen wir oben mal den Chart. Aus dem Bollinger Band nach unten rausgefallen. Ups, also das ist schon ein extremes Niveau, und gleichzeitig sehen wir das Put-Call-Ratio extrem gering. Das heißt, es gibt vergleichsweise sehr wenige Puts. Wir haben also ein sehr niedriges Angstbarometer VIX. Wir haben extrem wenige Puts. Alle sind complacent. Was soll passieren? Super, aber schauen wir uns mal diese Grafik an, die den S&P 500 und das Put-Call-Ratio vergleicht. Wenn das Put-Call-Ratio ganz unten ist, dann sind die Aktienmärkte meist ganz oben. Das heißt, es ist normalerweise vom Timing hier, zumindest im kurzen Zeitfenster, jetzt nicht die beste Idee, bei einem so niedrigen Put-Call-Ratio nochmal gierig zu werden, weil es eben bereits alle sind. Wir werden sehen, wie es diesmal ausgeht. Hier sehen wir den Short Squeeze gestern von Anfang an. Am gestrigen Handelstag hier dieses Most Shorted Stocks von Goldman Sachs. Da gibt es einen Index, der gestern massiv nach oben, das heißt diese meistgeschorteten Aktien, die haben einen richtigen Lauf gehabt gestern. Keinen Lauf hatte der Dollar. Der Dollar hatte sogar seinen größten Verlust seit Januar, und der Dollar war ja zuletzt stark. Die Aktienmärkte auch, der Nasdaq auch. Wir haben das Muster gesehen, Renditen steigen, Dollar steigt und Nasdaq steigt. Total ungewöhnlich. Gestern sehen wir, dass der Dollar jetzt erstmal gefallen ist. Und hier Lisa Abramovic, wachsender Konsens im Markt, wird wahrscheinlich im Juni die Zinsen mal pausieren. Jamie Dimon von JP Morgan hatte ja auch gesagt, naja, take a pause, but I don't think it's possible they are going to have to raise a little bit more, also die werden dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter anheben müssen. Und wenn Jamie Dimon das sagte, dann hört die Fed natürlich zu, könnte man vermuten. Also hier sehen wir eben diese These jetzt, die vor allem von Harker und von Jefferson kommt. Zwei Fed-Mitglieder hatten sich in diese Richtung ausgesprochen, andere, wie zum Beispiel Ballard, wie zum Beispiel Mester, wie Barkin etc. haben gesagt, nee, wir müssen wohl weitermachen, die Inflation ist nach wie vor zu hoch, und heute haben wir ja diese Arbeitsmarktdaten. Hier sehen wir mal der Konsens, so unter 200.000, knapp unter 200.000 dürfte erwartet sein. Gestern hatten wir ja diesen starken ADP-Arbeitsmarktbericht. Was wird jetzt dieser Arbeitsmarktbericht bringen? Wird er neben den Inflationsdaten, dürfte er, die jetzt dann am 13. Juni kommt, dürfte er das Entscheidende sein für die Fed wahrscheinlich in ihrer Beurteilung. Hier sehen wir mal, was erwartet ist. Vor allem wichtig, wenn Sie oben mal gucken, die Stundenlöhne, 0,4% Anstieg zum Vormonat und 4,3% zum Vorjahresmonat, 180.000 Stellen.
Also das sind die entscheidenden beiden Kriterien, um die es hier geht. Und hier schauen wir uns mal an. Die letzten 13 Veröffentlichungen waren besser als erwartet. Das ist schon ein seltsamer Rekord fast. Und besser gestern eben auch der ADP-Arbeitsmarktbericht, der gestern veröffentlicht wurde. Auch der im Vormonat war besser. Wir haben bessere Jolts gesehen. Mal schauen, wie die Daten reinkommen. Ist immer schwierig zu prognostizieren, vor allem mit den Statistikwundern aus den USA. Seasonal Adjustments. Ist das schwer zu prognostizieren. Aber insgesamt eben eine seltsame Situation. Wir haben klare Rezessionssignale, eine klare Rezession im Industriebereich, während wir im Dienstleistungsbereich nach wie vor ein durchaus expansives Umfeld sehen. Wir sehen, dass dort eben diese Inflation produziert wird, während wir im Gütersektor, im Manufacturing-Sektor, das war auch ein Grund, warum gestern die Märkte eine Rallye gezeigt haben, weil eben der Gewerbesektor praktisch nicht nur in einer Rezession ist, sondern dort auch gestern die Preise jetzt ein bisschen runtergekommen sind. Aber was bedeutet dieses Konzept des Data-Dependent sein, also datenabhängig? Es ist eben sehr widersprüchlich, was da derzeit an Daten passiert. Viele, viele Dinge wie die Frühindikatoren deuten hier auf die Rezession hin. Wir hatten gestern Einzelhandelsunternehmen wie Macy's, wie Target, die katastrophale Ausblicke gegeben haben auf das, was da kommt. Also die zeigen, dass der Konsument offenkundig ein Problem hat. Und jetzt war ja einer der Motivationen, was die Bullen immer als Argument gebracht haben, dass diese Rallye kommen wird, war die steigende Bilanzsumme, die ja gestiegen ist mit der Bankenkrise im März, hat die Fed ja hier diese Liquidität zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir in der letzten Woche wieder 50 Milliarden Dollar weniger in dieser Fed-Bilanz. Man hat wieder Anleihen auslaufen lassen vor allem. Das heißt, fast der gesamte Anstieg seit hier diese Bankenkrise im März der Fed-Bilanz ist wieder ausgepreist. Jetzt haben wir also 347,9 Milliarden Dollar weniger seit dem Hochpunkt im März bei der Fed-Bilanz. Und wir sehen, dass das alte Muster weitergeht. Geld fließt in diese Geldmarktfonds. Da haben wir jetzt Zuflüsse von 31,7 Milliarden Dollar in der letzten Woche gehabt. Damit sind wir jetzt bei 5,42 Billionen Dollar, die da drin sind. Nach wie vor also das Problem für die Banken, nach wie vor fließt eben Geld in diese Geldmarktfonds. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Bankreserven gestiegen sind. Diese Bankreserven laufen, wie Sven Henrik zeigt, oft relativ parallel mit den Aktienmärkten. Hier sehen wir, dass diese Bankreserven aber eine Zeit lang gefallen waren. Das hat die Märkte aber nicht interessiert. Jetzt sind sie wieder gestiegen und die Märkte steigen einfach weiter. Und das wird wichtig auch in Sachen Schuldendeal, der ja jetzt beschlossen ist. Hier sehen wir es, 63 von 100 Senatoren haben zugestimmt, 60 waren erforderlich. Es hat also jetzt nach diesem Hickhack endlich geklappt. Aber der entscheidende Trigger ist, dass aus diesen Bankreserven wahrscheinlich das Konto von Janet Yellen bestückt werden wird. Das heißt, diese Bankreserven werden weniger. Man könnte sie auch aus Geldmarktfonds bestücken, aber dann wollen die Geldmarktfondsmanager hohe Renditen haben, nämlich mindestens so hohe Renditen, wie sie bei den Reverse Repo Aktionen mit der Fed bekommen. Also gute 5%, und das wird sehr, sehr schwierig zu erreichen sein. Und insgesamt, wenn wir schon mal von 5% sprechen, die Amerikaner müssen in den nächsten 2 Jahren die Hälfte ihrer Schulden refinanzieren, weil schlichtweg viele Anleihen dann auslaufen. Und da waren ja noch vor 15 Monaten die Zinsen bei Null. Jetzt sind wir über 5%. Also das wird eine ganz heftige Geschichte, und die Rallye an den Aktienmärkten, wenn wir da wieder mal zurückkommen. Hier der Nasdaq, jetzt der beste Start seit mindestens 1999. Hier sehen wir das, und was wir derzeit erleben hier mit dieser KI-Blase, ist natürlich so ein bisschen Dotcom-Style. Es werden manche Firmen davon sehr stark profitieren, die meisten aber wahrscheinlich werden dadurch verlieren. Die Frage ist, welche sind das? Jim Cramer, der hat wieder eine ganz tolle Antwort. Er sagt, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Facebook, Tesla und Google. Also die Aktien, die völlig unbekannt sind, die auch mit die teuersten sind am Markt, die empfiehlt er jetzt. Das ist wirklich ein großartiges Timing aus meiner Sicht. Wir sehen das in der letzten Woche.
sehr viel Geld in die Aktienmärkte geflossen ist. Die Flows hier von der Bank of America gezeigt. Das dürfte auch ein Treiber gewesen sein für diese Bewegungen, die wir derzeit sehen. Aber es gibt eben eine massive Divergenz zwischen den Tech-Aktien auf der einen Seite und den Materials, also dem Materialsektor, der ja praktisch so eine Art Konjunkturbarometer ist, könnte man sagen. Der zeigt klar an Rezession. Die Tech-Werte interessiert das nicht, weil man sich sagt, oh, wir sind doch völlig unabhängig von der Wirtschaft, ist man aber nicht. Das ist ja ein Trugschluss, dass diese Tech-Unternehmen irgendwie ein sicherer Hafen in einem luftleeren Raum wären. Auch wenn es um KI geht, diese Chips, die wollen gekauft werden, da muss Nachfrage da sein. Es müssen Werbebudgets freigegeben werden. Wenn aber in einer Rezession gespart wird, dann werden auch diese Firmen sparen. Also ich glaube, das ist einfach schlichtweg dieser Widerspruch, der bisher nicht aufgelöst ist. Die Fed sendet ein eindeutiges Signal für eine Zinspause. Naja, zwei Mitglieder genauer gesagt, aber das ist das, was jetzt so an der Wall Street in den Köpfen angekommen ist. Man sagt, das Glas ist ein Drittel voll, weil einige wenige gesagt haben, wir könnten eine Zinspause machen. Die meisten haben gesagt, nö, sollten wir nicht machen. Man fokussiert sich also auf die, die sagen, wir sollten die Zinspause machen. Schauen Sie sich das mal an, das ist wichtig für das Verständnis der Wall Street. Erster Artikel, den ich empfehle, und zweiter Artikel, meine Damen und Herren, ist ehemaliges Nord Stream Gas soll jetzt als LNG, also als Flüssiggas auf den Weltmarkt. Also Nord Stream 1 wollten wir, Nord Stream 2 wollten wir nicht, dann Nord Stream 2 weg, wer auch immer es weggemacht hat. Jetzt kommt dieses Gas, das eigentlich für Nord Stream vorgesehen war, als Flüssiggas auf den Markt, und von den Russen kaufen wir Flüssiggas, kaufen wir, ja. Also das ist kein Problem, schauen Sie mal an, was die Russen da jetzt veranstalten, geopolitisch sehr interessant. Also diese beiden Artikel, Marktgeflüster heute etwas früher, um und bei 18 Uhr hoffe ich, schätze ich, ich sage Servus und Ciao.